Hier wohnt Mona mit ihrer Familie. Hallo Mona. Hi Jana, soll ich das Tor aufmachen? Ja, sehr gerne. Dankeschön. Mona ist 7 Jahre alt und hat eine sehr seltene Krankheit. Wie ihr Alltag damit aussieht, möchte sie mir in den nächsten Tagen zeigen. Perfekt, los geht's, oder? Ja. Danke, dass ich vorbeischauen durfte. Das ist ihre Mama Christina. Das ist Philipp, Mamas Freund. Monas kleiner Bruder Leon. Und Monas großer Bruder Toni. Mona hat viele Hobbys, zum Beispiel Klavierspielen. Das hat ihr Oma Monika beigebracht. Oder Yoga. Als erstes mache ich die Halbkerze, die sieht so aus. Und dann versuche ich, sie so weit wie möglich und so gut wie möglich nachzumachen. Mein nächstes ist, Katze, streck dich. Wenn man Mona so sieht, merkt man erstmal gar nichts von ihrer Krankheit. So, jetzt mache ich den Yoga-Daumen. Aber jetzt wird's schwierig. Mona fällt es nämlich schwer, das Gleichgewicht zu halten. Auch das Laufen macht Probleme. Das liegt an ihrer seltenen Krankheit. HSP. Weißt du, was es heißt? Ja, ne? Nee, nicht so richtig. Weißt du das vielleicht? Hereditäre spastische Spinalparalyse. Kriegt man einen richtigen Knoten in der Zunge, ne? Weißt du denn, was hereditär ist? Also, das ist erblich. Aber ich bin jetzt die Erste aus meiner Familie. Das hat meine Mama mir, glaube ich, schon mal so erklärt, dass keiner aus meiner Familie hatte. Keiner von dir in der Familie hat genau. HSP? Ich habe jetzt HSP. Du bist die Erste. Genau. Und wenn ich jetzt ein Kind kriege, ein Junge oder ein Mädchen, ist ja egal. Jetzt mache ich das einmal mit den Knöpfen. Mhm. Ja, das hier bin jetzt mal ich. Mhm. Das rote ist ein Mädchen. Ich habe 3 Kinder bekommen, ein Mädchen und 2 Jungs. Mhm. Das bin ich. Und ein Junge von denen hat ASP. Weil der ist ja aus meinem Bauch gekommen jetzt. So. Und dann, weil ich das hatte, hat er es quasi dann von mir so ererbt. Du kannst das weitergeben, das Gen quasi an deine Kinder. Genau. Und wenn jetzt mein Junge das hat, kann, wenn der jetzt ein Kind kriegt, hier ist ein Mädchen, könnte die das auch haben. Und dann kann die das jetzt weitervererben, dann kann der das weitervererben. Wenn man das immer wieder weitergibt an die Nachkommen, ne? Ja. Das heißt also hereditär. Und wofür steht das S? Spastisch, was ist das? Spastisch ist, ab und zu können damit die Beine schmerzen. Das heißt, das ist wie so eine Verkrampfung, die Spastik dann? Ja. Okay. Und Paralyse heißt dann, dass es zu einer Lähmung kommt? Ja. Und kannst du mir einmal sagen, was ist denn HSP für dich? Also woran merkst du, dass du das hast? Weil ich merke öfters, dass ich die Beine schmerzen und ich auch einfach nicht so lange Strecken laufen kann. Und das kann dann heißen, meine Beine sind schlapp. Was könnte das denn wohl für eine Krankheit sein? Und da haben wir irgendwann auf HSP gekommen. Okay. Und ist das eine Krankheit, die wieder weggeht? Eigentlich bleibt das mal bei meisten. Aber ich gehe auch zur Physiotherapeutin und versuche mal ein bisschen. Ich trainiere auch ab und zu in meinem Zimmer. Da übe ich auch ein bisschen Laufen, dass ich es auch noch ein bisschen hin besser kriege. Aber das heißt, du kannst ganz viel dafür tun, damit es besser wird. Ja. Ja, das sieht mega aus, Mona. Super Konstruktion. 7:30 morgens, es geht zum Schulbus. Seit Mona 4 Jahre alt ist, hat sie einen Rollstuhl. Sie ist nicht gerade der größte Fan davon, aber sie braucht ihn einfach, um längere Strecken zurückzulegen.
Den Schulranzen mit Rollen, den hängt sie ganz einfach hinten an den Rollstuhl dran. Klack, das sind deine Bremsen? Ja. Mona wartet an der Haltestelle mit den anderen auf die nette Busfahrerin Frau Segbart. Und da ist sie auch schon. Morgen, Mona. Na? Jeden Morgen klappt Frau Segbart für Mona die Rampe runter und schiebt sie in den Bus. Schaffen wir das heute wieder? Klar. Ja? Oh, was hast du vergessen? Morgen, Kinder. Zur Schule sind es auch nur ein paar Minuten mit dem Bus. Und Mona ist froh, dass sie den zusammen mit den anderen Kindern nehmen kann und nicht mit einem Extratransport gebracht werden muss. An der Schule angekommen, müssen erstmal alle raus, damit Frau Segbart wieder die Rampe umklappen kann. Frau Segbart und Mona sind mittlerweile ein richtig gut eingespieltes Team. Am Bus wartet schon Monas Schulbegleiterin Sabine. Sie ist zur Stelle, wenn Mona mal Hilfe braucht. Und da ist auch Jette, Monas beste Freundin. Sie kennen sich schon, seit sie Babys sind. Und hier gibt's jetzt keine Rampe, aber an Jettes Hand kommt Mona sicher die Stufen hoch und in ihre Klasse, die 2B. Und natürlich sitzen die beiden auch nebeneinander, ist ja klar. So, dann erstmal guten Morgen. Guten Morgen, alle zusammen. Heute ist Kunstunterricht. Letzte Woche hat die Klasse schon angefangen und den blauen Meereshintergrund gemalt. Heute soll weiter daran gearbeitet werden. Mona hilft fleißig beim Verteilen der Blätter. Das hier ist Ida, auch eine sehr gute Freundin von Mona. Aus den weißen Blättern sollen jetzt Meerestiere ausgeschnitten und auf den blauen Hintergrund geklebt werden. Auch Mona ist voll bei der Sache. Sie entscheidet sich, ein paar Quallen auszuschneiden. Und einen Delfin. Es klingelt zur großen Pause. Also ab auf den Schulhof. Mona trägt so rosa Schienen, die fest um ihre Beine geschnallt sind. Orthesen heißen die. Die helfen ihr, das Gleichgewicht zu halten und dadurch besser zu laufen. Auch beim Sport. Mona turnt besonders gern am Reck. Und durch das Rollstuhlfahren hat sie viel Kraft in den Armen. Weiter geht's mit Springen. Zuerst Jette. Dann Sammy. Oh, sogar mit Salto. Und jetzt bahnfrei für Mona. Und auch das schafft sie richtig gut. Nachmittags ist Freundinnenzeit. Seitdem Mona ihr Spezialfahrrad hat, kann sie mit Jette auch Ausflüge zum Spielplatz machen.
Mona zieht weg. Ja. Was ist denn eigentlich das Besondere an deinem Fahrrad, Mona? Weil das sieht ja nicht so aus wie normale Fahrräder, ne? Also, ich könnte nicht so richtig auf dem Fahrrad fahren. Das haben mein Papa und ich mal versucht. Und als wir es versucht haben, bin ich 100-mal auf mein Knie gefallen. Oh. Ja, und deswegen haben wir es irgendwann mal abgebrochen. Und da haben wir dann jetzt dieses coole Fahrrad mal entdeckt. Erst habe ich das so ein bisschen abgeneigt. Ja. Weil ich fand das auch ein bisschen uncool, wenn alle so ein anderes cooles Fahrrad haben, so wie jetzt. Mhm. Und ich hatte so ein Dreirad, wenn man das so nennen würde. Aber mein Papa hat mir dann gesagt, das ist auch nicht schlimm, die werden dich auch nicht auslachen und du wirst auch neue Freunde finden da und so. Hat mich quasi noch mal so ein bisschen motiviert. Was ist denn das Praktische an deinem Fahrrad? Ja, also ich kann einfach nicht so schnell umkippen. Bei dem Rad hätte ich einfach total schnell umgekippt. Aber wenn ich anhalten würde, wäre ich sofort umgekippt. Mhm. B! F! F! Also B ist für Beste und das F ist einfach für Friend, also für Freunde. Ah. Beste Freunde für immer. Was mögt ihr gerne aneinander? Jette und ich singen einfach gerne, wir tanzen auch gerne beide. Das machen wir, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel manchmal mit Mona verabrede, dann machen wir auch manchmal auf meiner oder auf ihrer Alexa Musik an von Lena. Und dann Lea, Vincent. Ja, und dann singen wir einfach dazu und tanzen. Und was magst du denn ganz besonders an Mona? Dass sie einfach, wenn sie jetzt irgendwas nicht auf Anhieb oder wenn sie einfach hinfällt, nicht schafft, dass sie einfach wieder aufsteht und weitermacht. Und Mona, was magst du ganz besonders an der Jette? Jette ist einfach auch total nett und sie hilft mir auch beim Aufstehen und ist einfach auch total lieb zu mir. Viertel vor, verdammt schon wieder spät dran. Ich muss rennen, da vorne kommt schon meine Bahn. Ja, ich weiß, es heißt, keiner wartet auf dich. Keiner wartet auf dich. Wir haben uns mal gesprochen. Ey, wir warten nie auf morgen. Wir sind doch immer noch dieselben Clowns und Helden unserer Welt. Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, wow-oh. Ein kleines Show für heute wäre wow-oh. Verbrennen wir auf jeden Stück für Stück. Lass uns leben wie ein Feuerwerk. Einmal in der Woche hat Mona eine Verabredung mit Johnny. So heißt ihr Therapiepferd. Schwuppdiwupp. Kartoffel. So. Alle. Hopp. Jawohl, festhalten. Beim therapeutischen Reiten muss Mona auf dem Pferd verschiedene Turnübungen machen. Das macht so viel Spaß, dass sie manchmal gar nicht merkt, wie anstrengend das eigentlich ist. Alle. Alle hoppsa. Ich muss mich noch festhalten. Ne? Schwierig, schwierig. Oh, gar nicht so leicht. Und jetzt? Gute Nacht. Mach ich das mal Cowboy. Das ist wie so ein Kissen, ne? Ja. So, jetzt muss ich noch mal ein kurzes Stück nach hinten. Aha. Und jetzt muss ich das Bein einmal hier rüber. Und merkst du auch einen Fortschritt durch das Reiten? Ja, das lockert meine Beine immer noch so ein bisschen. Ja? Genau. Und dadurch kann ich dann auch besser meine Beine kontrollieren und hab die also dann mehr im Griff. Okay. Hi. Nimm Hand ans Geländer. Brauchst du noch eine Hand? Pudding. Ja, wie fühlen sich die Beine an? Wackelpudding. Wackelpudding? Ja. Ist jetzt schwierig zu gehen, ne? Ja. Sehe ich. Heute ist Wandertag an der Schule.
Alle Klassen machen mit. Die ganze Schule geht mit wandern, die ganze. Krass, oder? Viele haben heute kurzen Hosen an, oder? So wie viele. Fünf Kilometer geht es quer durch die Felder. Nach über einer Stunde ist das Ziel erreicht, der Picknickplatz. Vom Wandertag wird Mona abgeholt, und zwar von Bruder Leon und Mama Christina. Hi! So, und mich nochmal. So. Das drehen wir schon mal fest. So, nee, ist gut. Jetzt passt es. Jetzt. Gut. Wow. Oh, aber geht trotzdem, ne? Auch trotz Bremse. Der Elektromotor macht aus dem Rollstuhl einen richtigen kleinen Flitzer. Dieses Gerät soll Mona dabei helfen, größere Strecken zurückzulegen, ohne fremde Hilfe. Dadurch wird sie noch selbstständiger. Jetzt kann die Familie ganz entspannt gemeinsame Ausflüge unternehmen. Und noch eine Erfindung soll Mona helfen. Sie kommt aus Schweden und ist ganz neu. Komm rein, kannst dich hinsetzen. Ein spezieller Anzug, den Mona testen darf. In diesem Anzug sind 58 Elektroden eingenäht. Die geben kurze, kleine Stromimpulse ab und sorgen dafür, dass sich die verkrampften, spastischen Muskeln lockern und entspannen können. Sehr gut. Der Anzug muss möglichst eng sitzen, damit die Elektroden dicht an die Muskeln kommen. Jetzt noch die Steuerung anschließen. Und am Rechner kann Nina den Anzug programmieren. Was stellst du jetzt hier genau ein? Die 58 Elektroden, die dem Anzug eingenäht sind. Bei Mona machen wir zum Beispiel, dass wir viel die Rumpfmuskulatur ansprechen, dass sie ein bisschen mehr Aufrichtung hat. Und dann hier vorne Oberschenkelmuskulatur stimulieren wir und die Schienbeinmuskulatur vorne. Dass Mona vielleicht ein bisschen weiter runterkommt, auf die Füße richtig und nicht so auf den Zehenspitzen geht. 60 Minuten, also eine ganze Stunde lang, muss Mona den Anzug ab jetzt jeden Tag tragen. Dabei soll sie sich so wenig wie möglich bewegen. Perfekt zum Fernsehgucken. Die Stromimpulse sind ganz sanft, also kaum spürbar. Aber es kribbelt ganz leicht. Sie lösen Monas spastische Verkrampfung in den Beinen und stärken die schwachen Muskeln. Mona nennt den Anzug übrigens ihren Superkraftanzug. Geschafft. Wieder fühlen sich die Beine an wie Wackelpudding. Das liegt daran, dass sich die verkrampften Muskeln durch den Anzug lockern. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Verschnaufpause und gleich geht's weiter mit Musik.
walking in his donut shoes. Da da da. Weinen. Richtig schön. Du kannst ja so toll singen. Einmal im Monat findet im Skaterpark im Dortmunder Norden Rollstuhlskating statt. Alle können mitmachen und Sachen ausprobieren, die man sich sonst im Rollstuhl eher nicht traut. Nele trainiert an einer scharfen Drehung, die ihr auch 1A gelingt. Mona hat hier schon viel durch Zuschauen und Ausprobieren gelernt. Auch, dass man mal stürzen kann, wenn man Neues ausprobiert. Aber einfach wieder aufstehen und weitermachen, so wie Stella. Die Tricks hier helfen übrigens auch draußen auf der Straße gut, zum Beispiel bei Hindernissen auf den Wegen. Mit denen kann Mona dann besser umgehen und sie auch mal sportlich nehmen. Mega, wie du hier rumflippst! Happy Birthday, Tao Happy Birthday, Tao Happy Birthday, liebe Mona, Happy Birthday to you. Mona hat mich echt beeindruckt und ich glaube, sie hat so viel Power und Energie und wird alles schaffen, was sie sich vornimmt. Danke, Mona, dass wir vorbeischauen durften.